einige Klarstellungen zu dem, was Fridays for Future falsch macht. Sie konzentrieren sich auf die neuen Gigatonnen CO2, die die Menschen erzeugen, und lassen völlig außen vor die 500 Gigatonnen, die von der Natur aufgenommen und wieder freigesetzt werden, indem also aufgenommen wird das CO2 durch das Grünzeug, und durch das Verrotten des Grünzeugs geht das alles wieder in Luft. Zwischendurch finden noch ständig Atmungsprozesse statt. Auch Pflanzen atmen ja nachts CO2 aus, deswegen dürfen sie im Krankenhaus auch keine Topfpflanzen mitbringen, weil es nachts die Luft verschlechtern würde. Und die atmen auch ständig Methan aus. Das ist alles noch weitgehend unerforscht. Das muss man sich mal überlegen. Die reden alle groß über das Klima, das ist alles unerforscht. 9 Tonnen erzeugt der Mensch, 9 Gigatonnen erzeugt der Mensch CO2, 500 Gigatonnen CO2 werden also von da regelmäßig ausgetauscht, von oben nach unten, vom Grünzeug in die Luft und so weiter. Und es ist also sehr viel Sinn, bei den 500 Gigatonnen anzusetzen, aber Fridays for Future, Greenpeace, alle Parteien, die überhaupt was tun, die AfD macht ja gar nichts, konzentrieren sich völlig nur auf das menschengemachte CO2. Dabei ist da fast gar nichts zu holen, weil die Chinesen sich einen ziemlichen Dreck drum kümmern, was die Deutschen hier veranstalten. Und nicht nur die Chinesen. Generell betrachten alle das, was Deutschland veranstaltet, nur mit ungläubigem Staunen, also auch mit Recht. Die Deutschen sind mal wieder dabei, wirklich die Welt zu erstaunen mit besonderer Idiotie. Diese 500 Gigatonnen, also 500 Milliarden Tonnen CO2, die in der Luft sich ständig befinden, die muss man vermindern, damit das Klima wieder etwas kühler wird. Es genügt ja gar nicht, den Zusatz jetzt auf Null zu bringen. Davon bleibt es ja dann immer noch zu viel CO2 in der Luft. Was die ganze industrielle Revolution in die Luft gepustet hat, das verschwindet nicht dadurch, dass man nicht mehr zusätzlich noch was reinpustet. Sicher, im gewissen Umfang gibt es da Ausweichprozesse in der Natur, aber darauf hoffen die ja gar nicht. Die Natur lassen die ja außen vor, ganz falsch und fälschlicherweise. Wenn man also das Grünzeug einfach erntet und trocknet, wie ich schon erwähnt habe, das geht das CO2 ja rein in das Grünzeug. Und wenn man das jetzt vertrocknet und nicht verfrisst und nicht verrotten lässt, dann geht das CO2 aber nicht wieder in die Luft. Das ist die Möglichkeit, richtig CO2 aus der Luft rauszuholen. Da gibt es ja große Überlegungen mit Maschinen, die das also absorbieren. Oder wir haben das Grünzeug, macht es doch. Das absorbiert das CO2 noch. Und freundlicherweise absorbiert es auch das CO2, was aus dem Dieselauspuff kommt. Und auch das CO2, was aus dem Kohlekraftwerk Schornstein kommt. Das alles absorbiert das Grünzeug, soweit es das schafft. Nur wir sind so blöd und lassen es, wenn das Grünzeug da ist, wir lassen es dann verrotten und dann geht es wieder in die Luft. Können Sie ziemlich genau ablesen an der sogenannten Thiele-Kurve am Mauna Loa, wird das immer gemessen, auch irgendwo in Hawaii oder Haiti, auf einem abgeschieden, abseits von aller Zivilisation wird gemessen, wie der CO2-Gehalt ist, die sogenannte Thiele-Kurve. Und man kann es fast ablesen. Es ist so, im Herbst, wenn das Laub verrottet und nicht mehr CO2 von den Bäumen absorbiert wird, dann steigt der CO2-Gehalt also massiv an. Und die Südhalbkugel spielt keine große Rolle, weil es da nicht so viele Wälder gibt.
Die stört das nur so ein bisschen. Also im Wesentlichen spielt das die Musik auf der Nordhalbkugel bei den großen kanadischen Wäldern und den sibirischen Wäldern. Und da wäre es also sinnvoll, mit Russland zusammenzuarbeiten. Vernünftig, gegen Geld sind die sicher bereit, dass sie da einige Wälder ökologisch so bewirtschaften, wie es in Deutschland schon gemacht hat. In Deutschland ist das praktisch ausgereizt. Der Holzeinschlag in Deutschland kann praktisch nicht mehr vermehrt werden, denn verkraften das die Wälder nicht mehr. Aber in Sibirien, die sind sicherlich, denen ist gar nicht machbar, dass sie in irgendeiner Weise an der Grenze sind. Da wäre erheblich zu machen. Interessanterweise sind verbieten das aber die Leute, die ständig von Globalisierung reden, die verbieten das, dass man weltweit tätig wird. Das zählt nicht. Nur was man national tätig wird, übrigens auch bei dem Endlager. Nicht? Die Grünen, die ja verlangen, die sind über dieses nationale Denken überwinden. Nicht? Das sollte man meinen, na prima, überwinden wir das nationale Denken. Machen wir doch ein europäisches Endlager. Nein, sagen die Grünen, nein, das dürft ihr nicht. Das muss national gelöst. Es ist idiotisch pur, aber die Leute schlucken es. Keiner merkt es. Keiner merkt es. Sie widersprechen sich mit jedem zweiten Satz. Wollen wir das, die Probleme global lösen oder national? Nee, wenn es Deutschland schädigt, national. Und wenn es Deutschland schädigt, global. Das ist das Prinzip. Also es ist diese eine Selbstgeißelung, das ist mittelalterliche Selbstgeißelung. Und die Leute, die da wirklich sich blutig peitschten, glauben sie nicht, dass die harmlos waren, weil sie nun Sünder waren und so geglaubt haben, wir sind arme Sünder, wir haben nichts zu sagen. Nein! Die haben verlangt, dass sie die Macht von der Kirche kriegen, weil sie sich ordentlich gegeißelt haben. Und derselbe religiöse Irrwahn, der herrscht ja nun also auch in Deutschland, weil wir uns besonders quälen, die Grünen wollen uns quälen. Und das, dadurch haben sie also den Anspruch, alles bestimmen zu können. Nein, wir müssen trotz all dem, auch wenn die Grünen massiv jede Lösung der Klimaprobleme verhindern und zu stören versuchen, auch zu verhindern suchen, dass es Endlager gibt und zu jedes Versuch, ein Endlager zu machen, mit Protesten unterbinden, sie auch Leitungen zu bauen, wird mit Protesten überwunden. Überall, wo das Klima, dem Klima geschädigt werden kann, sind die Grünen also massiv dabei. Sie sind im Kleinen sind sie ja sehr segensreich. Wenn sie einen Teich, wenn es darum geht, einen kleinen Teich ökologisch zu machen, das verstehen sie noch. Aber wenn es ums große Ganze geht, dann, ich unterstelle ja gar nicht, dass sie wirklich bösen Willen haben. Beim Endlager ist es Machtpolitik. Das hilft ihnen, wenn es keinen Endlager gibt, dann kriegen sie viele, viele Stimmen. Bei der Klimapolitik sind sie im Prinzip guten Willens. Deswegen bin ich wirklich gespannt auf den Moment, wo die merken, wie einfach die Klimaprobleme zu lösen sind, wenn man es vernünftig macht, wenn man ganz einfach Grünzeug erntet und trocknet. Das kann doch keiner widerlegen. Das Grünzeug nimmt das CO2 auf. Und wenn ich das trockne, geht das CO2 nicht wieder in die Luft. Das kann doch keiner widerlegen. Ich fordere immer alle auf, was ist falsch an dem Gedanken? Übrigens, nicht zufällig da, das ist ein Bild der Hilflosigkeit. Deswegen der Kopf auch abschütteln. Und die steht da also so ein bisschen hilflos da.